Und damit herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession von FFAs. Heute mit drei neuen, und zwar ganz besondere Leute, und zwar der abgehobene Bravebird Games. Das bin ich, hi. Dann der Quotenösi, Mikkel. Servus. Oder auch als Jen-Hure bekannt, ich glaube, das ist allgemein bekannt. Und der Minecraft aka LOL-Spieler Megabaum TV. Och Mann, jetzt hat sich das mittlerweile schon herumgesprochen. Minecraft und LOL, was bist du denn? Ja, ist quasi so die letzte Ebene. Drunter kann man eigentlich gar nicht mehr. Die Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt, wobei Mikkel und Sven jetzt nicht wirklich YouTube machen, deswegen verlinke ich bei euch einfach mal eure Twitter-Accounts. Das sollte ja, glaube ich, gehen. Bei mir kommt und bald bei auch Max, was anderes außer GPL. Bestimmt. Und EPP. Bestimmt. Damit hätten wir jetzt auch die Schleichwerbung abgehakt und wir können mal die Pokémon und zwar fangen wir mal mit dem Team an. Es wird wieder eine Aufnahmesession, was bedeutet, wir werden vier FFAs hintereinander aufnehmen. Und da ist ein Fehler. Und wir cutten. Wir cutten. Bis gleich. Und damit willkommen zurück. Es sollte jetzt alles funktionieren. Hoffen wir es mal, dass wir einfach kein DC bekommen. Ich habe meine Pokémon ausgewählt. Oh. Und Mikkel hat ein Scherox. Geil. Nein. Ja. Maxi hat einen Sichel. Oh Mann, ich muss Sven angreifen. Was? Hallo, da ist mein Lieblings-Pokémon und seine Vorentwicklung. Und dann ist auch noch ein Voltula. Aber Maxi, du bist schon ziemlich Jojo-lastig, ne? Ich hab nur Jojo-Mons gefüllt in meiner Box. Du musst dir mal mehr Gen lassen von Mikkel. Meine Güte, echt. Oh ja. So. Bay und Bazinator, jawoll, Mikkel. Heißt es echt Bazinator? Ja, es heißt Bazinator. Achso, ist ein Sichel. Nice. Okay. Michaela und Maxi. Also an sich möchte ich noch mal... Wow, was ist das für ein Start? Habt ihr gerade gesprochen? Nein. An sich möchte Adolfo. Ich noch den Namen dieses Läufeos entschuldigen. Wow. Regen halt's Maul. Okay. Oh, ey, keine Beeren, das heißt keine Ockerberries. Ja, warum habe ich keine AP hier drauf? Egal. Eigentlich möchte ich jetzt eine bestimmte Attacke einsetzen. Das Problem ist wahrscheinlich, dass ich hier der Threat bin, zumindest. Weißt du, man ist selten mit einem Leufeo der Threat. Ja, du bist gerade der Threat, das ist das Problem. Obwohl, das Ding ist ja, das sind stärkere Mons, aber trotzdem ist Leufeo der Threat. Aber ganz ehrlich, Leufeo ist übelst niedlich. Deponidox, Sichlor, Scherox, was ist der Threat? Leufeo. Nicht der Müllhaufen. Es wäre lustig, wenn Adolfo einfach 88 KP hätte. Bitte. Ohne Witz, Mikkel würde einfach in jedem Team 6 Mal. Vor allem das Lustige ist einfach, mein Sichlor hat mehr KP als wobei, das, Mikkel, als das Scherox. Ja, ich hab halt. Mikkel greift mich wahrscheinlich nicht an. Das ist die gute Frage. Also, ich hab ja schon geklickt. Und auch noch mega Scherox. Natürlich. Wow. Warum ist das nicht shiny? Also irgendwie hast du gerade jegliche Sympathie, die Barzi gerade hatte. Ja, jetzt werde ich dich angreifen. Das war taktisch ziemlich dämlich. Warum? Oh. Warum? Denkst du echt? Wow. Stachler. Toll. Ja, danke, dass du mich hier so unterstützt. Gut. Ember. Alter, aber es macht guten Damage für ein Leufeo. Also. Ist ein Two-Hit. Bitte, Leute, greift mich nicht an. Ich möchte noch einen bestimmten Move einsetzen. Ich verspreche euch, es ist kein Ember. Aber dieser Move, er passt. Warte, Ember war Glut, oder? Ember ist Glut, ja. Okay. Alter, Leufeo killt einfach fast das Bei. Gutes Leufeo. Aber meine Frage, warum ist das Bazinator weiblich? Es ist ein Bazinator, es ist quasi ein Abonnent von dir, Bazi. Ja, trotzdem. Oh, da wird aber jemand. Ne, Regel Nummer 1, booste dich nicht in einem FFA. Ne, Regel Nummer 2, außer du hast Patronen und. Gut. Ha, easy going. Als ob du einen Rocky Helmet hast. Oh ja, und guck mal sie noch ab. Der als ob du einen Rainbow hast. Easy. Okay, das macht halt einfach null. Es macht halt null Damage, aber ganz ehrlich, er boostet sich, das kann's nicht sein. Kampfgebrüll. Oh. Oh wow. Es ist niedlich. Ja. Es ist Kampfgebrüll von Adolfo. Ich stelle mir das super lustig vor. So, wollt ihr mich sicher angreifen? Wollt ihr selbst Schaden nehmen? Ja. Okay. Denke ich aber. So. Oh. Als ob. Ach, Sichlor hat. Guckt euch das Design von Sichlor an. Es ist so gut. Das ist das Einzige, was dir dazu einfällt. Ey, komm. Guckt mal an, was ihr alles dabei habt. Emma! Muss sicher gehen. Gutes Leufeo, sehr gutes Leufeo. Wow. Wie zu so einem kleinen Hund. Er ist ja fein gemacht.
Ja, du bist ein. Weißt du, das ist dafür, dass ich dich nicht umbringe, ne? Ohne Witz. Ja. Hey, du durftest das Kampfgebrüll vom Adolfo sehen. Ich meine, das ist doch alles, was du dir in deinem Leben gewünscht hast. Ich meine, Religion. Ach so. Oh, ja. Warum heißt das Religion? Weil es Relikant ist. Religion. Wow. Ich meine, das ist nicht Immanuel Relikant. Klingt aber cool. Bitte bringt euch alle einfach um. Okay. Also Leuphero ist ja schon der Thread, ne? Aber ich kann auch einfach nicht umbringen. Nein, du, das... Oh, armes Leuphero, tschüss. Wie konntest du eine Maxi? Bin ich ja nicht schneller als ein Relikant? Kann sein. Komm Was zurück, Sichor! Ich glaube, ich müsste noch schneller. Relikant ist echt langsam rein, und... Fuck. Ich glaube... Ich glaube, ich will dich reinschicken. Gausina! Ja. Okay, gut. Okay. Da will mich jemand nicht mehr physisch angreifen. Nein, nein, ich hab Relikant angegriffen. Okay, ich hatte nämlich Angst vor dem Gangshot. Nein, ich muss ein bisschen wieder KP recovern. Auch wenn es nicht viel ist. Dreck, aber ich hab das Gefühl, jetzt überlebe ich mit einem KP eine Kaskade oder so. Nö. Ein Kopfschuss. Halt auf! Oh. Das waren Specs, Mann! RIP. Tschüss, Sina. Die arme Sina, Mann. Die hat euch naja, im Nachhinein betrachtet. Relikant ist ein Gesteins-Pokémon. Sichlor hat eine vierfache Gesteinsschwäche. Swine-Tube. Du wechselst Sichlor ein. Oh, das ist schon. Kann man verstehen. Oder ich sag's mal so: Es gibt ja auch den Berg Sinai und ich meine, er ist Österreicher. Wieso Funk? Ich wohne aber im Flachland. Es ist so wunderschön. Okay. So, alles vergiften. Im Osten gibt's keine Berge. Dann, ja. Okay. Genau so. Zwei vergiftete Mons. Sowas sieht man gerne. Earth Power! What? Du bist ein spezielles Mammut? Ja. Wow. Denke ich. Oh, wow. Oh, wow. Noch Mann. Bist du auf mich? Ich sage einfach mal nichts. Also, wahrscheinlich ist das Religion drückt. Auf mich. Oh, doch. Oh, tschüss. Du bist Tanks, oder? Nee, es ist Zibi. Das ist ein Bisofunk. Oh, wow. Du bist auf mich, er ist auf mich. Wie tankt er das? Oh. Weil ich ein Wieso-Frank bin. Warum überleben alle meine Pokémon mit 2 KP? Stimmt. Die haben beides noch mit 2. Okay. Was mache ich jetzt? Es gibt nur eine Möglichkeit, was ich tun kann. Es muss der Bulli kommen. Bulli. Herbig? Bulli. Bist du es? Nein, Swine Tube. Ich bin speziell, Leute. Ich bin schwer, der spezielle Memo Swine. Aber es tue ich eigentlich auch nur, um Relikant zu schwächen, deswegen. Okay. Leute, guckt euch diesen Disco-Bullen an. Der darf nicht sterben. Why you do this, bro? Denke ich. Easy going. Natürlich denkst du das. Ich bin ein Memo-Swine. Aber ich bin pink. Warum heißt das eigentlich nicht YMCA? Ernsthaft? Ja. Also wisst ihr, langsam fühle ich mich verarscht. Hört auf, die Pokémon zu besiegen, die ich angreife. Ernsthaft? Alles voll fucking ernst? Was ist los mit euch? Das ist nicht cool. Jetzt habe ich nur noch Hugh Hefner. Wow. Warte. Wow. Nee, wie Bazi. Ein Wahlbann. Aber Bazi, ich verspreche dir, ich gehe jetzt nicht auf dich. Ich auch. Danke. Will ich auch hoffen. Aber warte mal, du gehst halt eh auf Überschallknall und ich bin weg. Na, das killt nicht. Der Schaden wird ja auf alle verteilt. Killt halt trotzdem, wenn du Specs oder auf alle oder auf Gegner? Ich bin nicht Specs. Komm, auf deswegen, nicht auf, ich geht's auf Überschallknall, aber ich bin wirklich nicht Specs. Der killt mich nicht, oder? Geil. Ja, 2 KP! 2! Nein, wieso Funk? Die berühmten 2 KP. Ancient Power, los! Oh, auch schon wieder. Du weißt, Boost. Was passiert, wenn Boost. Auf unserer Seite keiner mehr ist, ne? Oh, Life Orb stimmt. Das ist ein FFA, ne? Ja, ja. Es fühlt sich hier gerade eher wie ein Doppelkampf an. Scheiße. Jetzt haben wir nur noch einen Mon, ne? Okay. Das wird spannend. Also so ein FFA. Ich muss mich jetzt echt auf Bazinator verlassen. Das fällt jetzt echt durch alle Raster. Nur so Oral. Nein. Okay, hab verloren. Da kann ich nichts machen. Oh nee. Ich krieg nichts davon down. Weißt du, es wäre so schön, einen Flammenwurf drauf zu haben, ne? Aber ich werde jetzt einfach alles für Sven geben. Sven, du bist meine letzte Hoffnung. Okay.
Wenn Sven deine letzte Hoffnung ist, würde ich mir Gedanken machen. Doch, aber jetzt mal ganz im Ernst, Zapplerang sieht aus wie ein Kondom. Ja. Los, Tangela, werd schneller! Er hat gerade noch gesagt, Junge, das ist ein FFA. Ja, hey, komm. Ja gut, das ist ein Tangela. Autsch! Okay, noch okay, nicht ganz so viel Autsch. Es war halt ein sehr effektives Step-U-Turn. Ne? Nein, nicht mein Evolid! Warte, killt das jetzt? Nein. Alter, warum? Warum? Ich hasse euch auch. Herrsche. Da ich einfach weiß, dass Maxi jetzt mit Iroas mich rausnimmt. Fick dich, Maxi. Was hab ich denn jetzt getan? Nein! Oh, komm schon! Ernsthaft? Oh, come on. Jetzt kommt 10%, ich schaff's immer wieder. Ich hab halt wirklich auf Iroas gedrückt und auf Maxi. Ja, es war mir klar, dass du mich jetzt rausnimmst. Wow. Wow, Martinetta, okay. Ich bin enttäuscht. Okay, Sven? Ja? Das Ding ist schon offensiv aus. Ich kann angreifen, ich kann dir im Prinzip eh nichts, vor allem weil du dich hochheilen kannst. Ich nehme jetzt einfach Zichlor raus, ist mir egal. Okay, schade. Kannst mit Knockoff auf das Zapplaring hauen oder so. Ja, danke. Wiedersehen! So, mach's gut. Die Rache. Und tschüss. Tschüss. So. Das war jetzt vor allem kein Schaden mehr, aber trotzdem. Na. So. Auf Gigasauger. Das macht viel Schaden. Aufgegessen. Das macht sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, du bist kein. Du bist bestimmt. Wow. Go! Autsch. Wow! Oh shit. Okay, es ist auch nur ein Tangela. Ich glaube, Mikkel hat gewonnen. Es kommt drauf an. Warte, Sven, du bist schneller. Schaffen wir. Okay. Es kommt drauf an. Okay, aber das Problem Sven ist, es ist kacke, wenn ich Sven unterstütze. Powder ein und Bazi, sagen wir es mal so, du hast entweder die Wahl, mich rauszunehmen oder mit ein bisschen Glück das FFA noch zu gewinnen. Das sind die zwei Optionen. Wenn du mich rausnimmst, dann macht Zapplerin nicht alle. Da stellen sich die Deutschen gegen Österreicher natürlich. Nein, warte, das klappt jetzt, pass auf. Also Crit! Dann mach halt Zero. Oh, ja, ich bin schon minus 2. Als ob. Oh wow. Und erst mit U weg. Oh, okay. Und jetzt lässt wahrscheinlich der Rückenwind nach. Nein. Ja, lässt er glaube wirklich. Du bist ja glaube ich trotzdem schneller. Nein. Oh ja. Alter, Sash U-Hafnir. Ja, ist cool, ne? Ist eigentlich ein Lead U-Hafnir, deswegen hat er auch noch U-Turn. Ne, Oral A ist wahrscheinlich schneller. Nee, du. Wobei, nein, Tangela hat glaube ich. Du bist schneller. Oh. RIP. Ja, komm, ne? Nur wegen Hex. Das muss wehtun. Das muss wehtun. Okay, erster Sieg unter den Deutschen geht dann den Österreicher. Wow. Der Sieg unter den Deutschen geht dann den Österreicher, okay, auch gut. Mal. Es erinnert mich an damals. Ich weiß noch damals, 1900 vor dem Krieg. Das war auf jeden Fall das erste FFA. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Leute sind wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf Twitter posten die bestimmt auch lustige Kacke. Der Brave Bird, der Maxi, der geht gerade ein bisschen in der GPL ab. Der ist auf einem Höhenflug, weißt du, weil. Okay. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Bye bye. Sag tschüss.